Leckere Quark-Körnerstangen aus Magerquark und Dinkelmehl. Sie sind reich an Proteinen und haben reichlich Ballaststoffe. Ich nenne sie deshalb auch Fitness-Baguette. Wie du diese Quark-Körnerstangen selber machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich bin Kalle und du bist bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für 4 Quarkkörnerstangen benötigst du folgende Zutaten: 300 Gramm Magerquark, 150 Gramm Dinkelmehl, 15 Gramm Backpulver, 100 Milliliter Wasser, 20 Gramm Flohsamenschalen, Salz, verschiedene Körner, zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Cashewkerne. Da ich Kürbis und Cashewkerne gerne vom Geschmack her mag, sie mir aber zu groß sind zwischen all den anderen kleinen Kernen, habe ich sie einfach gemahlen und der Mischung wieder hinzugefügt. Und los geht's! Alle Zutaten, außer natürlich die Körner, miteinander vermengen und gut durchkneten. Ich habe 572 Gramm gehabt und habe dann 4 gleich große Stücke abgewogen, a 143 Gramm. Es soll sich später ja niemand benachteiligt fühlen. Die 4 Stücke nun gleich groß rollen. Damit die Körner an den Rollen haften bleiben, habe ich sie mit Wasser eingepinselt und dann in den Körnern gewälzt. So sehen sie dann vor dem Backen aus, jetzt ab in den kalten Ofen. Den Ofen auf 180 Grad einstellen, Umluft und dann für 30 bis 35 Minuten backen. Und so sehen sie dann nach dem Backen aus. Das sieht schon mal toll aus, das duftet gut. Und ich kann euch sagen, sie schmecken auch gut. Kurz mal einen Blick hinein. Jawohl, das sieht klasse aus. So, da haben wir das Ganze nochmal in groß. Abkühlen und dann schmecken lassen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.